Seid ihr auch schon in Osterstimmung? Ich habe ein schönes Rezept für euch, und zwar sind das die Osterkränzchen, die ihr wunderbar zum Osterfrühstück oder zum Osterbrunch zubereiten könnt. Für eine leichtere Säuberung des Mixtopfmessers empfehle ich dir auf jeden Fall, diesen Schmutzschutz zu verwenden. Jetzt geht es los mit dem Teigkneten. Gib Milch, Hefe, Zucker, Vanillezucker, Mehl, Salz, Zitronenschale, Crème fraîche und die Butter in deinen Mixtopf. Knete alles auf der Teigstufe. Gib nun den Teig in eine Schüssel und löse die groben Teigreste von dem Schmutzschutz. Und mit Hilfe der Multischaber kannst du die Teigreste aus dem Mixtopf herausnehmen. Lass den Teig abgedeckt an einem warmen Ort 40 Minuten lang gehen. Nach dem Gehenlassen knetest du den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche durch. Teilst ihn in 10 gleich große Stücke, formst diese zu ca. 25 cm langen Rollen und schlingst jeweils 2 Rollen umeinander und zu einem Kranz formen. Dann erhältst du 5 Kränze. Lege die fertigen Osterkränze auf ein vorbereitetes Backblech, vermische Eigelb und etwas Milch und bestreiche damit deine Osterkränze. Jetzt nur noch mit Hagelzucker bestreuen und lass die Kränze nochmal abgedeckt an einem warmen Ort 15 Minuten lang gehen. Endlich geht es mit dem Gebäck in den Ofen. Backe die Osterkränze ca. 20 Minuten, bis sie eine schöne goldige Farbe annehmen. Hier ein kurzer Blick in den Ofen. Sie duften wirklich unheimlich lecker. Backst du auch gern in der Osterzeit? Schreibe mir gerne in die Kommentare, welche deine liebsten Ostergebäcke sind. Probier sie aus und lass dich von ihrem verführerisch leckeren Duft und ihrem einzigartigen Geschmack in die Osterstimmung entführen.